Jordan Brown, Führungsspieler und Rechtsverteidiger von Eintracht Norderstedt. Brown ist ein echter Hamburger Jung. Seit 2016 ist er wieder bei der Eintracht, eine sehr erfolgreiche Zeit. Zweimal holte er den Hamburger Pokal. Vor einigen Jahren konnte Brown in der Schweiz sogar Profierfahrung sammeln, unter anderem bei den Grasshoppers Zürich. Für mich damals war es natürlich eine Riesensache, vom Schweizer Rekordmeister verpflichtet zu werden. Das ist auch ein Verein, den man natürlich in Deutschland kennt. Ich erinnere mich noch an einen Urlaub, Kurzurlaub, den ich in der Schweiz in Zürich tatsächlich verbracht habe. Und da bin ich am Stadion Letzigrund, die Heimstätte oder die momentane Heimstätte von beiden Züricher Profivereinen, bin ich vorbeigegangen und habe da ins Stadion geguckt und dachte mir, boah, das wäre schon cool, hier mal zu spielen. Und dass ich dann irgendwie ein paar Jahre später tatsächlich vom Schweizer Rekordmeister verpflichtet werde und dort auch ein paar Spiele machen konnte, war natürlich eine Riesensache. Mit den Erfahrungen aus dem Profigeschäft geht Jordan Brown voran. Ist eine wichtige Säule. Bei der Eintracht ist der 28-Jährige der verlängerte Arm des Trainers. Eine Ehre für den Deutsch-Jamaikaner. Die Binde zu tragen auf dem Spielfeld ist eigentlich das, was die Leute sehen, aber da gehört viel, viel mehr dazu. Und man versucht natürlich auch immer Stimmung, Bewegung, allgemeine Gegebenheiten in der Mannschaft ein Stück weit aufzufassen und dann letztendlich auch ein bisschen vermitteln zu reagieren. Das Fußballgeschäft hat Jordan kennengelernt. In Norderstedt ist er zu Hause. Bis 2011 war er schon mal bei der Eintracht, ehe der HSV ihn holte. Dort spielte er in der zweiten Mannschaft. In dieser Spielzeit will Brown mit seinen Jungs wieder richtig angreifen. Neben dem Fußballplatz büffelt er auch für seine Zukunft. Mit seinem Sportmanagement-Studium in der Tasche beginnt Brown einen neuen Abschnitt im Einzelhandel. Für mich, für die Zukunft bzw. für den ganzen Verein, ist es, glaube ich, immer Ziel und auch Anspruch, den Hamburger Pokal zu gewinnen. Allgemein die Zukunft stelle ich mir eigentlich so vor, dass wir uns als Mannschaft oder als Verein auch stetig weiterentwickeln. Ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg, haben eine gute Mannschaft beisammen und jetzt kommt ein neuer Kunstrasen. Ich glaube, auch die Infrastruktur wächst zunehmend. Von daher sind wir, glaube ich, alle auf einem sehr guten Weg. Jordan Brown, eine Identifikationsfigur des FC Eintracht Norderstedt. In ein paar Wochen steht für den Viertligisten das nächste Highlight an, denn dann geht es im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. Brown wird seine Mannschaft aufs Feld führen. Ein neues Erlebnis wartet.